Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der sechsten Folge der FSV Mainz 05 Karriere. Wir starten rein in den Monat Dezember, der letzte Monat bevor die Transferphase beginnt und auch die Vorrunde vorbei ist. In der heutigen Folge werden wir gegen Wolfsburg simulieren, gegen Bayern simulieren und dann gegen Hertha und Frankfurt selbst zocken. Hier der Bericht aus unserer Jugendmannschaft und die haben mir Adrian Dirkmann, der ein sehr gutes Potenzial hat, was eigentlich sehr zufriedenstellend ist, und Torben Schröder, der auch eine akzeptable Gesamtwertung hat und auch ein sehr, sehr gutes Potenzial. Deshalb, diese beiden Jugendspieler, die gefallen mir ziemlich gut. So, was hat unser Scout und Christian Kuhn? Der sieht gut aus, den nehmen wir mit. Lias Neumann, den lehnen wir ab. Und Jan Bachmann, auch ein ziemlich gutes Talent und hat schon gleich 1 Million Marktwert. Und dieser Jan Bachmann sieht wirklich sehr gut aus. Eine 58er Gesamtbewertung und ein Wahnsinnspotenzial. Da haben wir vielleicht einen richtigen Wunderknaben gekriegt. Ich habe in der letzten Folge einen Vertrag vergessen zu verlängern. Das ist der von Jonathan Meyer, aber den können wir ja gar nicht verlängern. Deshalb wird da Ende Saison entschieden. Das ist unsere Elf gegen Wolfsburg. Rechts seht ihr die Aufstellung von Wolfsburg und somit rein in die Simulation. Tor für Mainz! 31. Spielminute, Karim Onisivo trifft. Halbzeitstand, wir führen 1-0 gegen Wolfsburg und das machen wir ziemlich dreckig. Wir haben kaum Ballbesitz, wir hatten nur diese eine Chance und wir nutzen sie halt eiskalt aus. Und so gewinnt man halt gegen ein Spitzenteam. Hoffentlich genauso weiter in der zweiten Halbzeit. 1-1 Ausgleichstreffer, Gianluca Waldschmidt trifft. Wir wechseln, Barrero Martins kommt rein und auch Paul Nebel. Wir wechseln noch ein drittes Mal, Alexander kommt rein für Stefan Bell. 2-1, der zweite Schuss im Spiel und Karim Onisivo trifft in der 75. Spielminute. 3-1, Paul Nebel trifft in der 89. Spielminute und wir gewinnen gegen Wolfsburg. Wir gewinnen gegen Wolfsburg mit 3 Schüssen und 3 Toren. Hier ist die Nachricht, Lasse Reis wird im Winter verliehen und geht nach Belgien. Guckt euch mal diese Tabellensituation an, es ist so eng in der Bundesliga. Sind wirklich bis zum 10. Platz alle irgendwie im Abstiegskampf drin. Nach dem Wahnsinnsspiel gegen Wolfsburg müssen wir jetzt gegen die Bayern ran. Vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern und vielleicht einen Punkt aus München entführen. Ihr seht rechts unsere Aufstellung, 2 Änderungen hat es gegeben. Alexander Haag kommt rein für Bell, damit wir ein bisschen mehr Tempo in der Verteidigung haben. Und Paul Nebel hat jetzt in den letzten 2 Spielen getroffen und deshalb sollte man ihm das Vertrauen geben. 1-0 nach 11 Minuten. Thomas Müller trifft für die Bayern. Es gibt Elfmeter für Mainz. 45. Spielminute direkt vor der Halbzeit. Johnny Burkhardt geht ran an den Punkt. Und macht ihn. 1-1 Mainz. Das ist die 66. Spielminute. Deshalb wechseln wir. Onisivo kommt raus und Ingwadsen geht rein. Jean-Paul Boetius kommt rein auf die 10 und Anton Stach kommt raus. Und da kommt Barrero Martins rein. 82. Spielminute, Bournassin trifft zum 2-1, das tut weh. Wir verlieren auswärts in München, das ist okay. Wir konnten mithalten und haben eigentlich ein gutes Spiel geliefert. So Freunde, ihr seht es ist der 16. Spieltag. Wir treffen auf die Hertha, sie kommt zu uns zu Gast und ja, wir mussten ziemlich viel umstellen, denn bei mir gibt es die Regel, dass man 100 Fitness haben muss, damit man in die Startaufstellung darf. Das ist die Aufstellung von Mainz. Da haben den Tor Luka Kuin, Nemeth, Bell und Prosinski. Tower auf der 6, Stach und Barrero Martins auf der Doppel 8 und Boetius auf der 10. Und Sturm ist Onisivo und Ingwadsen, denn Burkhardt ist einfach nicht fit, deshalb ist auch Zimmermann auf der Bank. Christensen im Tor, Plattenhardt, Günther, da deinem Babu in der Viererkette. Daskosipa, Dosaat auf der 6, Ecklich haben Zona, Lische, Dung, irgendetwas so und Belfodil im Sturm. Und Lee Dong-Yun heißt der rechte Flügel. Und das ist die Aufstellung von Hertha BSC. Belfodil stößt an und das ist der Start in das 16. Bundesligaspiel. Die gut rotierte Mannschaft von Mainz greift an. Das ist Tower, Onisivo auf Luko Kui. Und es ist Handelfmeter. 5. Minute. Ingwadsen tritt an. Ingwadsen, 1-0 für Mainz. Endlich trifft Markus Ingwadsen auch in der Liga. Im Pokal hat er schon getroffen. Es war halt ein Handelfmeter. Es ist halt ein bisschen verpackt, aber da kann ich nichts dafür. Und wir nehmen es halt auch dankend an, wenn wir einen Elfer kriegen. Belfodil mit dem Schuss, wenn Damm hält.
Und gut, der Schuss von Dusart und Finn Damen. Oh, was ein Foul von David Mehmet. Und da kann er glücklich sein, kriegt er nur die gelbe Karte. Oh, machen sie guten Zone in die Mitte. Belfodil. Und auch hier gibt es einen Elfmeter. Belfodil gegen Finn Damen. Damen hält. Die Adana machen Druck und jetzt kommt eine Ecke von Eckelkamp. Die kommt von Matson Dardai. Oh, Anton Stach sieht da nicht gut aus. David Nemeth jetzt gegen Lee Dong-Yoon. Lee Dong-Yoon an Ball. Lee macht es gut. Pass in die Mitte und das ist Eckelkamp. Es war abzusehen, dass Hertha jetzt pfiffen wird. Sie hatten gute Möglichkeiten und sind am Druck machen. Und der Ausgleich ist mehr als nur verdient. Noch einmal hier rechts Lee. Das sieht Nemeth nicht gut aus und die Flanke kommt einfach perfekt in die Mitte. Niemand steht bei Eckelkamp. Und er muss ihn dann nur noch ins Tor befördern. Tower. Lukokui. Und da ist Toni Sivo. 2:1. Mainz. Es ist wieder mal ein Angriff über den Flügel von Lukokui. Und jetzt endlich kommt mal ein Pass an, der in die Mitte kommt. Und es ist Karim Onisivo, der hier trifft. Der hat jetzt auch schon 6 Treffer in der Bundesliga erreicht. Und jetzt führen wir wieder gegen die Hertha. Und Hertha, das ist Toussaint. Finn Damen geht an den Pfosten. Glück für uns. Kosinski. Bringt die Flanke, das ist Ingmarsen. Ingmarsen am Ball. Und das sieht die Hertha-Verteidigung nicht gut aus. Und das ist der Doppelpack für Markus Ingmarsen. Was für ein Start in die zweite Halbzeit. Prosinski mit einer Flanke, die keine Zukunft hat eigentlich. Aber dann der Fehler von Matson Dardai. Nemeth. Auf Tower. Das sieht Onisivo. Das ist Jean-Paul Boetius. Der zieht einfach mal ab. Christensen hält. Wir wechseln David Nemeth aus, weil ich einfach keine rote Karte riskieren will. Finn Damen hält. Ich habe kurz das Kommentieren vergessen, weil ich dachte, der Ball wird nicht so gefährlich. Barrero Martins jetzt am Ball. Der ist komplett alleine. Der Ball kommt in die Mitte. Das ist Ingmarsen. Gute Parade von Christensen. Wir wechseln noch einmal und das ist Boetius kommt raus, Paul Nebel kommt rein und dann Onisivo kommt raus und Zimmermann darf noch rein. Ecke von Anton Stach. Kommt gefährlich und Christensen muss da noch ran. Freistoßmöglichkeit von Ingmarsen und da Ball ist gefährlich, Christensen. Eckelkamp, Jürgen Eckelkamp und Riesenchance für Askar Sipa und der haut da sowas von drüber. Lukokui, dein Ball auf Stach. Der schießt einfach mal. Das war nix. Das Spiel ist zu Ende. Mainz gewinnt 3:1 gegen Hertha BSC. Wir sind so richtig drin in der Bundesliga. Wir sind in der Bundesliga angekommen, würde ich sagen. Die letzten Partien waren alle wirklich super und wir fangen auch an mit Punkte zu sammeln. Deshalb, so kann es bitte gerne weitergehen. Ich versuche jetzt doch noch den Vertrag von Stöger zu verlängern, weil irgendwie ist er nicht doch ein guter Spieler und wieso sollten wir es einfach nicht versuchen? Wir konnten uns wieder nicht einigen. Er will einfach nicht ein Rotationsspieler bei uns werden. Deshalb wird er uns verlassen. Also ablösefrei Ende Saison. Wir kriegen ja 9 Spieler zurück. Es ist der Edmilson Fernandes, der ihn dann quasi ersetzen wird. Somit geht es dann noch rein in die letzte Partie der Hinrunde. Wir treffen auf Frankfurt. Die sind auf dem 4. Tabellenplatz. Also es wird wieder ein sehr schwieriges Spiel für uns. Hier ist die Aufstellung von Frankfurt. Trapp im Tor, Asebe, Zabarani und Tuta in der Dreierkette. Kostic, Hauge. Das konnte er nicht weiterlesen. Kostic, Hauge, Jakic und Knauf im Mittelfeld und im Sturm. Kamada, Boré und Lindström. Eine gute Mannschaft, die wir wirklich ernst nehmen müssen. Das ist die Elf, die wir aufstellen. Das ist Zentner im Tor, Aaron, Haken, Jakate und Wittmann in der Viererkette. Chor auf der 6, Stach und Barrero Martins auf der Doppel-8 und Boetius auf der 10 und Ingmarsen und Burkhardt im Sturm. Boré startet das Spiel im regnischen Frankfurt.
Erste Möglichkeit von Raphael Boré und Zentner hält ihn sicher in den Fingern. Gestoßen von Stach und da ist Ingwertsen in die Mitte und das ist das 1:0. Wir führen früh in Frankfurt und da schießen wir endlich ein Eckentor. Anton Stach mit der Ecke und da ist Markus Ingwertsen, der schon im letzten Spiel doppelt getroffen hat und jetzt heute wieder trifft. Guter Ball von Boré auf Lindström und da hält Zentner. Die Freistoß für Mainz, das ist ein Ball für Jean-Paul Boetius und das ist eine gefährliche Position, nah am Tor. Hier kommt der Schuss und eine Parade von Trapp. Boetius wieder am Ball, schiebt den Ball auf Burkhardt, der sieht wieder Boetius. Boetius, schlechter Abschluss. Nächste Parade von Zentner. Barrero Martins mit dem langen Ball auf Johnny Burkhardt. Der mit der Flanke auf Jean-Paul Boetius und er lässt die Chance liegen. Gut gespielt auf Barrero Martins. 2:0. Wie gut spielen wir heute bitte? Was für ein tödlicher Pass von Dominic Chor. Und da ist Barrero Martins, den einfach reinhaut. Und das sieht einfach Trapp auch nicht gut aus. Hier sieht man es gut. Er müsste ihn eigentlich halten. Guter langer Ball auf Lindström. Konter, Möglichkeit für Frankfurt. Was macht Boré und Zentner? Boré. Was für eine intensive und gute Partie von beiden Mannschaften. Eigentlich ist es eine sehr ausgeglichene Partie. Aber wir machen einfach mehr aus unseren Chancen. Und das ist auch der Grund, wieso wir 2:0 führen. Chamada auf Boré. Lindström. Oh, Wittmann mit dem Fehler und da ist die Parade wieder von Zentner. Und da ist Boré. Macht es gut. Lindström und Zentner. Ja, Kic auf Kamada, Lindström. Es ist die 56. Spielminute und wir beginnen zu wechseln. Ich wechsle Anton Stach aus und bringe Lee Chae-sung. Und das war's eigentlich auch schon. Die nächsten Wechsel kommen später. Wir brauchen frischen Wind und der frische Wind, den wir bringen wollen, ist eigentlich Lee Chae-sung, aber das ist Ingwertsen. Der sieht Burkhardt. Burkhardt! Und Trapp hält. 64. Spielminute, wir wechseln Ingwertsen aus. Hat ein super Spiel gemacht und jetzt kommt noch Karim Onisivo rein und Jean-Paul Boetius kommt raus und Paul Nebel darf noch ein paar Einsatzminuten sammeln. Tor mit einem langen Ball auf die linke Seite auf Aaron Martin. Aaron Martin macht es gut. Immer noch Aaron Martin. Auf Onisivo, der sieht. Paul Nebel ist es, glaube ich. Ja, Paul Nebel trifft zum 3:0. Es kommt einfach defensiv nicht wirklich eine Gegenwehr von Frankfurt. Es ist viel zu einfach. Freistoßmöglichkeit für Philipp Kostic. Er schießt und Zentner mit einer Wahnsinnsparade. Was war das bitte für ein Freistoß? Angriff über Jakic. Was macht Zentner denn? Und die Flanke kommt und Raspadori wurde frisch eingewechselt und trifft zum Ehrentreffer. Ich darf hier Zentner keinen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, wieso ich da rausgekommen bin. Und dann, ja, die rechte Ecke komplett frei. Rode. Schießt an die Latte. Johnny Burkhardt auf Barrero Martins. Der kann hier ein bisschen Luft gewinnen. Sieht in der Mitte Onisivo. Schlecht geklärt von der Verteidigung. Paul Nebel. Sind noch 5 Minuten zu spielen. Jetzt müssen wir einfach defensiv durchhalten. Johnny Burkhardt am Ball. Johnny, der wartet, der wartet. Und jetzt schießt er. Trapp mit der Parade. Ecke und dann ist das Spiel vorbei. Lee Chae-sung in die Mitte. Das Karim Onisivo. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Wir gewinnen Frankfurt 3:1. Ja, Freunde, wir beenden die Hinrunde auf dem 10. Tabellenplatz. Und das ist sehr befriedigend, wenn man guckt, wie wir in die Saison gestartet sind. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch im Abstiegskampf drin. Denn wir haben 20 Punkte und Greuther Fürth auf dem 18. Platz hat 15 Punkte. Deshalb müssen wir trotzdem gut in die Rückrunde starten. Hier seht ihr die Tabellenspitze. Bayern hat schon 12 Punkte Vorsprung. Ich denke, wir haben hier schon den deutschen Meister gefunden.
Wir schauen kurz, was im DFB-Pokal passiert ist. Wir sind ja rausgeflogen gegen Arminia Bielefeld. Mal gucken, gegen wen sie hatten in der Runde 3. Arminia Bielefeld ist dann gegen Karlsruhe SC rausgeflogen. Wie bitter ist das denn? Die hatten einen einfachen Gegner in Runde 3 gekriegt. Und Karlsruhe SC trifft auf Dynamo Dresden. Wie einfach wäre bitte diese Pokalrunden gewesen? Hier seht ihr die Top-Torschützen der Bundesliga, die Top-Vorlagengeber der Bundesliga. Hier seht ihr den Torhüter mit den meisten Spielen ohne Gegentor. Da ist, by the way, kein Mainzer Keeper dabei. Wir gehen auch in die Vereinsstatistik. Boetius, Kor und Burkhardt sind die drei Spieler mit den meisten Einsätzen. Die drei besten Torschützen im Verein sind Burkhardt, Onisivo und Ingwadsen. Und die meisten Vorlagen geben Boetius, Burkhardt und Onisivo. Wir blicken zurück auf diesen Monat. Wir konnten 3 Siege einfahren und eine Niederlage. Und die war gegen Bayern. Und da haben wir auch erst spät das Tor gekriegt. Deshalb kann man sehr zufrieden sein mit diesem Monat. Im nächsten Monat geht es dann vielleicht weiter mit Transfers, so mit 3 Spielen. Zwar Leipzig, Bochum und Greuther Fürth. Das war's somit mit der Hinrunde der Fußball-Bundesliga und es war es auch mit der Folge. Es war die 6. Folge der FSV Mainz 05-Karriere. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Kommentieren nicht vergessen, dann sehen wir uns in der 7. Folge und im Monat Januar. Bis dann, ciao, ciao.